Willkommen, willkommen aus München. Ich habe mal wieder was Cooles bekommen von einem Startup, die mir, glaube ich, vor 2 Jahren was Interessantes geschickt haben, was es mittlerweile auf Amazon ganz einfach zu kaufen gibt. Und zwar geht's um Smoothio oder Zoomzio. Ich verwechsel immer den Namen ganz leicht, aber dieses Grinsegesicht, was eigentlich sehr böse schaut, kriegt man nicht mal aus dem Kopf. Es ist einfach witzig anzuschauen. Erinnert mich auch an irgendein Spiel, Klassiker. Und was sie mir vor ein paar Jahren geschickt haben, ist das hier. Wir können ganz einfach so eine Webcamera-Protection auf unser Smartphone machen, auf unser Tablet machen oder auf unser Notebook oder andere Sachen machen, damit wir das nicht einfach abkleben müssen mit irgendeinem hässlichen Tape. Gibt es das Ganze in Metall, in verschiedenen Farben und natürlich mit verschiedenen Lösungen. Wie ihr sehen könnt, ich habe davon bisher eins benutzt in meinem Notebook. Den Rest habe ich hier noch liegen. Aber was jetzt viel interessanter ist, die Firma, soweit ich weiß, aus der Schweiz, steht glaube ich hier hinten auch nochmal irgendwo, nee, steht nicht drauf, hat jetzt was Neues rausgebracht und zwar ein paar Schutzmittel, damit ihr auch euer Wallet, also euer Geldbörse, vor Trackern schützen könnt. Also vor Skimmern werden die, glaube ich, genannt. Die Leute, die euch zu nahe treten und dann zum Beispiel ja eure Kreditkarte oder EC-Karte oder was ihr auch immer habt, mit Wireless Payment oder Wireless Information auslesen können. Das geht ja mittlerweile auch in der Zukunft gleich mit dem Personalausweis. Da sollen ja die ganzen Kreditkarten einfach mal integriert werden und dann alles per einfach nur Touch dann zum Bezahlen benutzbar werden können. Was hat hier Zoomzio rausgebracht? Ganz einfach, hier eine kleine Schicht sozusagen, etwas Kleines hier, was man ausschneiden kann und dann entsprechend in das Portemonnaie reinlegen kann, damit man von außen entsprechend die Kreditkarte nicht mehr ablesen kann. Das Ganze, glaube ich, kostet um die 12 Euro, der Wallet Guard, und den kann man auch in mehreren Wallets benutzen. Und zwar zeige ich euch gleich wie, denn eigentlich muss ja nur die Karte geschützt werden, also ihr müsst gar nicht in eurem ganzen Wallet, weil ich stecke meinen Wallet, also meine Brieftasche, immer genauso immer in meine Hosentasche. Genügt, was das Ganze auch schon auf einer Seite dran zu machen. Sonst wird meine Brieftasche auch zu dick. Ihr könnt sehen, sie ist gerade auch nicht sehr dünn. Ich habe ein bisschen Geld drin, aber vor allem viele Karten von meiner Personalausweis, BCC, Visa-Karte, Presseausweis und Studentenausweis und natürlich noch Krankenversichertenkarte ist hier eigentlich alles drin. Ein bisschen Geld und das war es dann auch schon. Das schöne dicke Leder macht es aber dann ein bisschen immer dicker. Das Ganze gibt es auch ein bisschen dünner. Und jetzt schauen wir uns einfach mal das Produkt selber an. Wie ihr sehen könnt, auf der Rückseite hier auch schon so ein bisschen aufgeperforiert, gekennzeichnet. Perforieren wird jetzt übertrieben, weil man kann es nicht einfach so rausreißen. Man braucht schon noch eine Schere dazu. Seht ihr hier, dass man das Ganze hier einfach ausschneiden kann. Und ich glaube, hier diese Metalloberfläche wird einfach helfen, unsere Karten zu schützen. Und wie ihr sehen könnt, an sich würden hier sogar 2 Karten sozusagen draufpassen. Ich nehme jetzt mal hier meinen Stundenausweis einfach. Wie ihr sehen könnt, wunderbar. Und aus der Höhe her, genau, würde man hier das Ganze entsprechend einfach auch 2-mal ausschneiden können. Ich würde eher sogar raten, euch 2 separate Teile zu machen, dann knickt sich das hier nicht, denn an sich genügt es ja hier genau den Teil und auch den Teil zu benutzen. Bei mir wäre es zum Beispiel hier nur auf der rechten Seite die Visa-Karte und ich habe das Ganze mal so in meiner Hosentasche, dass die Seite nach außen schaut. Also muss ich das auch nur in die Richtung schützen. Nach innen, nach meinem Fuß hin nicht. Denn an sich Skimmer müssen mindestens um die 5 cm entfernt sein, also auch über eure Hosentasche. Die müssen wirklich euch berühren, wirklich nah dran kommen an die Karte, wenn sie das Ganze wirklich kopieren wollen. Also ich muss jetzt hier wirklich nur so ein Stück ausschneiden, um das Ganze zu schützen. Auch wenn auf der anderen Seite noch eine EC-Karte ist, die hat keinen Wireless Tracking Chip. Wie ihr sehen könnt, das wäre von der Höhe aber auch nicht eigentlich passend. Also ich brauche tatsächlich hier das kleinste Format mit ungefähr nur so viel bis zu dem T. Schneide ich jetzt einfach mal aus. So, und dann das Ganze in der Höhe. Muss auch nur minimal sein. Eine Kreditkarte ist ja an sich nicht so hoch. Und die steckst ja sowieso nicht ganz so tief rein. So. Also ich könnte das Ganze vor allem auch hinter die Karte legen. Also ich könnte das jetzt auch einfach direkt hier hinter die Karte so stecken. Ich habe es nämlich genauso ausgeschnitten. So, und dann ganz tief reinstecken. Tiefer wird es jetzt allerdings nicht gehen, also ich kann jetzt das Ganze hier noch mal ein bisschen weiter oben abschneiden. Aber wie es eigentlich Zoomzio beschreibt, solltet ihr das einfach hier zu dem Geld tun dahinter. So.
und dann wir sehen können, von der Höhe passt das wunderbar. Ich habe es perfekt augenmaßlich geschnitten und dann ist meine Karte hier bis zum oben hin Rand geschützt und ihr habt an sich nicht mehr drin, als wenn ich eine Visitenkarte von mir drin hätte. Wie ihr sehen könnt, das Ganze sogar noch ein bisschen dünner. Das kann man hier in 4K immer ganz gut erkennen. Also auf jeden Fall eine super kleine Lösung. Wird nach einer Zeit natürlich nicht mehr so ausschauen. Aber dann könnt ihr euch einfach ein neues bestellen oder euch ein neues Stück ausschneiden oder mehrere Stücke zusammenkleben oder wie auch immer. Also Zoomzio, das war der Wallet Guard. Wenn ihr das zugeschaut habt, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren oder den Amazon-Link unten zu benutzen für die ganzen coolen Produkte von dieser europäischen Firma.